Am Tag des Kachelofens hat die Firma Hafnatec, ein Unternehmen, das mit Speicherkaminen einer neuen Generation für wohlige Wärme sorgt, die Kraft des Wassers in Synergie mit dem Feuer gebracht. Denn es war gleichzeitig die Eröffnung des eigenen Wasserkraftwerks. Na, die wesentliche Idee ist natürlich von unserem gesamten Konzept her achten wir sehr auf die Umwelt. Mit Holzheizen ist umweltfreundlich. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, durch dieses Wasserkraftwerk auch unsere Dinge hier ganz umweltfreundlich zu produzieren und mit grünem Strom zu produzieren. Ist auf jeden Fall eine tolle Vorbildwirkung, weil Energie aus dem Wasser ist etwas Umweltfreundliches und daher ist es sicherlich zu forcieren. Nur ist nicht jedermanns Sache, weil es hat nicht jeder einen Bach oder eine entsprechende Möglichkeit, eine Wasserkraft zu machen. Aber ich denke, dort, wo wir Wasserkraft nutzen können, sollte das auch wirklich gemacht werden. Niederösterreich hatte das Ziel, 100% des Strombedarfs aus erneuerbarer Energie zu schaffen. Wir haben das bereits im Jahr 2015 geschafft. Stefan Bernkopf, unser Landeshauptfrau-Stellvertreter, hat hier diese Wende letztendlich eingeleitet und wir sind sehr froh, dass wir in dieser Richtung auch weiterhin gut unterwegs sind. Wir haben auch beschlossen, dass wir Ölheizungen in Neubauten zum Beispiel verbieten. Also es sind viele kleine Punkte notwendig, um hier auch Fortschritte zu machen. Mittlerweile ist das noch das dritte Kleinkraftwerk in unserer Gemeinde. Das zweite am sogenannten Mühlbach und eins ja am Ipsfluss. Und ja, ich glaube, das kann man nicht so oft behaupten, dass man in einer Gemeinde drei Wasserkraftwerke hat. Rund um Ips und Neuhofen erledigten schon früher Mühlen am Mühlbach die Arbeit. Nach über 50 Jahren Stillstand hat nun das Unternehmen den alten Gebäudeteilen Leben eingehaucht, um ihrer Philosophie treu zu bleiben. Es bedarf nicht alleine einer Herstellung umweltfreundlicher Produkte, sondern sie sollen auch sauber produziert werden. In ihrer Philosophie den Umweltgedanken einbaut und den geschlossenen Kreislauf zusammenbringen. Das heißt, Produkte, wo entstehen, werden wieder eingebaut. Und der Firmengründer hat das so lieb gebracht in seinem Vortrag, dass eigentlich der günstigste Energiespeicher das Brennholz ist, das was eigentlich die Wärme abspeichert im Sommer, da wächst Salz. Und im Winter kann man es nutzen und gibt die Wärme eigentlich den Menschen zurück. Und das sehe ich als wichtigsten Energielieferanten für uns Menschen. Also ich bin ja wirklich ein totaler Fan von der Wasserkraft. Ich habe so im 21 Jahre beim Verbund gearbeitet und da kann man der Familie Picker wirklich nur gratulieren, dass man auch diesen Schritt macht, vor allem wenn man die Ressourcen vor dem Haus mehr oder weniger hat und vorbeiläuft. Und was gibt es wirklich Grüneres an der Energie als die Wasserkraft? Also das kann man wirklich nur gratulieren. Und ich finde es total super. Wir haben es jetzt gerade angeschaut. Also die Idee und das alles wirklich sensationell. Hafnatec beweist aber nicht alleine nur durch die Errichtung eines Wasserkraftwerkes Pionierarbeit. Kachelöfen mit Wärmepumpen, die Wohnraumfeuerstelle als Ganzhausheizung sind Errungenschaften, die auf den Namen Hafnatec zurückzuführen sind. Also ich kann nur sagen, das Land Niederösterreich ist sehr, sehr stolz auf diesen Betrieb. Es ist ein Familienbetrieb, ein gewachsener Familienbetrieb, wo man spürt, dass unglaublich viel Pioniergeist da ist. Die Produkte, die es da gibt, sind zum Teil Pionierprodukte sozusagen. Die haben sie selbst entwickelt. Es ist unglaublich viel Mut da. Das Unternehmen hat ja heuer ein Unternehmen aus Deutschland gekauft und ist so wie deutlich gewachsen. Und ich glaube, das braucht es auch. Pioniergeist, Mut, Familiensinn, dann ist man erfolgreich. Und Hafnatec ist zweifellos ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Und da sind wir sehr, sehr stolz. Ich glaube, es ist also mittlerweile ein Unternehmen, das sich also europaweit entwickelt hat und in mehreren Staaten bereits tätig ist. Und da kann man wirklich gratulieren, nämlich die Heiztechnik aus Holz so ganz einfach zu veredeln und so zu perfektionieren, mit Hightech zu verbinden, ist wirklich etwas Großartiges. Da können wir stolz sein, dass dieser Betrieb sich hier im Bezirk befindet oder hier in unserem Lande befindet. Und man kann dem Unternehmen wirklich nur gratulieren, von null begonnen bis zu 75 Mitarbeiter bis jetzt schon aufgestockt und vor allem in dieser Vielseitigkeit der Kreativität muss man wirklich also den Hut ziehen und sagen, ganz einfach toll, Gratulation der Familie Picker, Gratulation Hafnatec. War hier ein leerstehendes Areal, wo die Firma Hafnatec hier investiert hat und das wirklich wieder wunderbar aufgebaut hat und ja, Pionierleistung leistet. Und das ist ganz, ganz wichtig für eine Marktgemeinde und natürlich für die gesamte Region, dass innovative Unternehmer gibt, so wie die Familie Picker, die halt hier investiert hat und Arbeitsplätze schafft vor Ort und in der Region. Und ja, da dürfen wir als Gemeinde nur dankbar sein.
Die Eröffnungsfeier hat aber nicht nur die Möglichkeit geboten, in den Umweltgedanken der Familie Bicker einzutauchen, sondern auch Inspiration für wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden geliefert. Ich war selber eigentlich früher schon sehr kreativ. Wir haben vor mehr als 30 Jahren die erste Nahwärmeanlage in der Gemeinde gebaut damals. Das war also die erste genossenschaftliche Heizanlage. Und ich habe selber eigentlich immer, nachdem wir auch selbst einen Wald haben, immer mit Holz geheizt und jetzt natürlich mit Hackschnitzelheizung perfektioniert und technisiert. Aber wir haben auch zu Hause einen Kachelofen, der die wohlige Wärme natürlich auch versprüht. Und damit weiß ich, wie gut und wie angenehm eine Kachelofenwärme eigentlich ist und wie der Wohlfühlcharakter, wie der Seniorchef gesagt hat, sich wirklich an den Menschen ganz einfach durchzieht. Und das ist ganz, ganz toll. Man kann sich hier wohlfühlen. In unserem Haus gibt es zwei Kachelöfen. Ich habe bereits das Actifloor, die Fußbodenheizung, die genießen wir sehr. Ich habe das Bad ausgelegt mit Fußbodenheizung, sogar die Wände mit Hafnerdeck, Wandheizung ausgestattet. Also das ist für mich die Wohlfühloase. Zwei Tage lang hat das Unternehmen Hafnerdeck mit Freunden, Kunden und Geschäftspartnern gefeiert und einen Einblick in das Unternehmen geliefert. Eines, das es versteht, die regionalen CO2-neutralen Energiequellen sinnvoll zu nutzen.